Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Freunde von Convoco, herzlich begrüße ich Sie heute hier zum ersten Mal an der ESMT in Berlin. Das Thema unseres Abends lautet Macht und Ohnmacht öffentlicher Institutionen. Das Thema steht noch in Verbindung zu Convoco 2015, die Ohnmacht der Macht, die Macht der Ohnmacht, wer übt in der globalisierten Welt tatsächlich die Macht aus? Gleichzeitig bildet unsere heutige Themenstellung die Brücke zu Convoco 2016, Autorität in der Krise. Bevor wir beginnen zu diskutieren, lassen Sie mich bitte einen Moment laut nachdenken über den Begriff Institution. Institutionen haben eine zentrale Funktion im gesellschaftlichen Zusammensein. Institutionen beschränken die Willkür des individuellen Handelns. Tame yourself, zähme dich, ist die Basis jeglicher Zivilisation. Dies führte zu dem, was man im Deutschen Bildung heißt, im Griechischen Paideia, im Lateinischen Humanitas, in Sanskrit Vinaya und im Chinesischen Wenhua. Auf dem Weg dorthin haben Institutionen eine wichtige Rolle gespielt und spielen sie noch heute. Institutionen haben zwei Tugenden, an denen es Individuen mangelt. Sie verbinden einen langfristigen Zweck mit einem Verständnis von Gemeinwohl und sie können aus Erfahrung vieler lernen und verkörpern diese. Der englische Philosoph Roger Scruton hat in einer Lecture für Convoco ausgeführt, durch die Mitgliedschaft in Institutionen und die Identifikation mit ihnen lernen Menschen auf das Handeln zu verzichten, ohne ihre Verantwortung aufzugeben. Institutionen sorgen für eine Verzögerung im menschlichen Handeln und wirken zugleich erzieherisch auf diejenigen, die ihnen angehören. Dem Handelnden wird bewusst, dass sein Handeln langfristig Konsequenzen hat und dass er somit nachhaltig verantwortlich ist. Roger Scruton zog als Beispiel die Figur Hans Sachs aus Wagners Meistersingern von Nürnberg heran. Durch die Logik der Mitgliedschaft, die Hans Sachs einbringt, werden zwei spontane Entscheidungen von zwei verantwortungslosen Personen überwunden. Einerseits die Entscheidung Pogners, dem Sieger des Wettstreits, die Hand seiner Tochter Eva zu geben. Andererseits die Entscheidung Walters, mit Eva wegzulaufen. Beide Ideen sind kurzfristig gedacht. Hans Sachs verkörpert das Verantwortungsgefühl gegenüber den Institutionen, die ihn prägten, von Menschen wie ihm hängt, wie Wagner gut aufzeigt, der Aufbau von Institutionen ab. Öffentliche Institutionen sind wesentliche Faktoren bei der Aufrechterhaltung einer gesellschaftlichen Struktur. Denn aus dem Zusammenspiel von Interessen, Ideen und Institutionen entstehen soziale Ordnungen. Diese bestimmen die Lebensverhältnisse und die Werteorientierungen der Menschen. Kurz gefasst kann man sagen, Institutionen schützen die Gesellschaft vor individuell willkürlichen Handlungen und überführen diese in gesellschaftlich wohlgeordnete Abläufe. Nehmen wir als Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Es sichert die Legitimität von Machtausübung. Denn Macht, auch wenn sie auf demokratischen Wahlen beruht, kann sich im Verfassungsstaat nicht ohne weiteres in Recht umsetzen. Macht muss bestimmten Legitimitätsanforderungen genügen. Verfassungsgerichte sichern diese Anforderungen. In einer Demokratie sind unterschiedliche Ansichten über das Gemeinwohl legitim. Die Verfassung verbindet diese Gegensätze, indem sie als Basis von allen geteilte Regeln und Grundsätze vorgibt. Aus der Wahrung dieses Basiskonsenses
entzieht die Verfassungsgerichtsbarkeit ihre Bedeutung. Im Gegensatz zu rein bürokratischen Systemen kann eine Institution Verantwortung übernehmen. Sie agiert als Rechtsperson, wenn in ihrem Namen gehandelt wird. Laut Roger Scruton haben Institutionen eine große Bedeutung für uns in der modernen Welt. Sie sind das Beste, was wir haben, wenn wir der langfristigen Perspektive eine Chance geben wollen. Durch Institutionen erlernen Menschen Loyalität, Engagement und Verantwortung gegenüber anderen Generationen. Und sie erwerben ein Gefühl für die Welt, die in ihren Strukturen der Idee der Persönlichkeit folgt. Der Futurist Ray Kurzweil definiert Institutionen als Programs for Cultural Transmission Handed Down to Future Generations. Allerdings können Institutionen nach einer Zeit des Erfolges zur Selbstgefälligkeit neigen. Ihre große Tugend, die Schaffung eines kollektiven Verantwortungsbewusstseins, kann in kurzer Zeit zu ihrem schlimmsten Laster werden, zur kollektiven Verantwortungslosigkeit. Hier ist Vorsicht geboten. Studien belegen, dass Institutionen für das Funktionieren einer Demokratie wichtiger sind als das Verhältnis und das Zusammenspiel der Bürger untereinander. Generell genießen Institutionen mehr Vertrauen als einzelne Entscheider oder sogar Regierungen. Wenn jedoch das Vertrauen durch Verantwortungslosigkeit oder durch undurchsichtige Entscheidungsprozesse gestört wird, kann dies weitreichende Folgen haben. Es bedeutet einen Machtverlust der Prinzipien, auf denen unsere Demokratien beruhen. Das Vertrauen in Institutionen ist ein Gradmesser für die Stabilität eines politischen Systems. In ihrer Funktion sind also Institutionen mächtig. Wie wir wissen, kommt aber Macht nicht alleine. Sie kommt mit der Ohnmacht. Macht und Ohnmacht bedingen sich gegenseitig. Sie sind zwei Seiten einer Medaille. Professor Kai Konrad vom Max-Planck-Institut hat dies beim Forum in Salzburg am Beispiel der EZB sehr gut verdeutlicht. Im Rahmen der Eurokrise hat die EZB ein immer breiter werdendes Mandat bekommen. Im Notfall kann sie ein Mitgliedsland vor dem Staatsbankrott retten. Aus verhandlungstheoretischer Sicht jedoch schwächt dieses breite Mandat. In der Rolle des Samariters muss sie ihr mächtiges Instrumentarium dafür einsetzen, die Krise zu bewältigen, statt ein klares geldpolitisches Ziel in Unabhängigkeit zu verfolgen. Die EZB kann so zum Opfer ihrer eigenen Handlungsfähigkeit werden. Die Frage, der wir heute Abend auch nachgehen, ist, inwieweit unsere Institutionen im globalen Zusammenspiel ohnmächtig sind. Befinden sich unsere Institutionen in der Krise? An dieser Stelle möchte ich noch einmal herzlich Frau Professor Buch begrüßen und ihr danken, dass sie heute hier ist bei uns. Seit Mai 2014 ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank ist als Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland und als Mitglied des europäischen Systems der Zentralbanken eines der wichtigsten öffentlichen Geldinstitute Deutschland, Europas, ja der Welt. Im Grundsatz trägt sie zur Finanzstabilität bei und kann als nationale Notenbank, die den Leitzins festlegt und als Quelle von Liquidität, erhebliche Macht ausüben. Ich darf nun an Sie, Frau Vizepräsidentin, weiterreichen. Danke.